Nenn mich einfach Air Homer. Auf bald, ihr Versager! Friss meinen Staub! Juhu! USA! USA! Okay, so ist das, wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet. Super! Au, mein Hals! Au, mein Arsch! Au, mein Kopf! Ich bin nicht versichert. Oh, ich hab mein Kaugummi verschluckt. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich bin der böse, böse Homer. Ich bin der böse, böse Homer. Nimm das! Jetzt komm ich! Ich hab die Kontrolle verloren. Ich hab die Kontrolle verloren! Ich bin Exzellente! Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Friss meinen Staub. Versuchen wir es mal. Mach schon. Mach schon. Aus der Bahn. Kannst du nicht sehen, dass ich hier fahren will? Rücksichtsloses Fahren ist meine Lieblingsbeschäftigung. Sei vorsichtig. Ich fahre wie ein Henker. Ich bin kein besonders guter Fahrer. Mach du das erstmal besser. Wow, der Wagen hält ganz schön was aus. Ich fühle mich so elend. Okay, ich gehe vor Gericht. Das hat so weh getan. Warum ich? Was hast du bei Steig ein nicht verstanden? Du bist noch dümmer als ich. Die Tür ist verschlossen und ich bin zu faul, sie dir aufzumachen. Das ist die falsche Seite. Nimm das! Bitte verklag mich nicht! Jeder macht mal einen Fehler. Vorsicht! Jetzt hätte ich fast meinen Brink verschüttet. Lern erst mal fahren, Volltrottel! Was hat weh getan? Die Rache ist mein! Aus der Bahn! Dich fahr ich platt! Ich hab die Kontrolle verloren. War nicht so gemeint. Nun mach schon, ich muss mal. Drück mal endlich auf die Tube. Au, mein Hals. Au, mein Kopf. Autsch. Vielen Dank. Verdammt, du Kleiner. Autsch. Autsch. Das hat so weh getan. Nein, Officer. Ich habe nichts getrunken. Mist, verdammt. Was ist denn damit los? Hey, was ist denn damit los? Was ist denn damit los? Juhu! Ich liebe es, sinnlos Knöpfchen zu drücken. Hoffentlich ist mit nicht drücken sofort drücken gemeint. Oh, das Ding geht ja hoch. Wofür ist das denn? Alle sind Luschen, außer mir. Homer, Homer, Homer. Glaubst du, du bist besser als ich? Du kannst mich mal. Auf bald, ihr Versager. Juhu! Juhu! Du solltest Profi-Rennfahrer werden. Du fährst ganz gut, aber steckst zu wenig Dampf dahinter. Das war in 0, nix gegessen. Essen. Wenn ich am Ziel angekommen bin, dann nehme ich aber einen. Ich brauche etwas Geschmackvolles zu essen. Trotzdem nicht zu hart. Mein Blutfettspiegel ist zu niedrig. Ich brauche Nachschub. Ich suche nur etwas in dem Frühstücksburrito. Essen, das mich nicht umbringt, gibt mir Kraft. Was habt ihr, was sowohl sehr fett als auch sehr alkoholhaltig ist? Ich hätte gerne eine Auswahl fettiger Süßspeisen. Was gibt es, das meinen kritischen Gaumen kitzelt? Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich kaul dir auch den Rücken. Ich brauche deine Hilfe. Mein Auto schläft. Okay, ich gehe vor Gericht. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich bin nicht versichert. Oh, jetzt habe ich einen Plattfuß. Marge wird das später schon sauber machen. Wenn du so schlau bist, warum konnte ich dich dann kaputt machen? Ach, die mag sowieso keiner. Dumm wie ein Fuchs. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Juhu! Ich weiß nicht. Das war Bart. Daran ist das Establishment schuld. Nichts hält ewig. Alle weltlichen Güter sind vergänglich. Moment, das war schon vorher so.
Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Kann ich übers Internet verkaufen? Her damit. Ui, schön. Meine alte Sammelleidenschaft. So mache ich Gott immer wütender. Keine Sorge, das verheilt schnell. Aus der Bahn, Dummkopf! Mir wurde gesagt, ich soll das machen. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Okay, ich gehe vor Gericht. Das hat so weh getan. Warum ich? Mist, verdammt! Was ist denn damit los? Hey, was zum? Ah! Oma macht Bumm. Rette mich, Jebus! Rette mich, Duffman! Ui! Hey, das wurde aber auch Zeit. Ah, sitzen ist am schönsten. Hey, das sind ja meine Nachos. Jetzt aber los! Oh, ich hab meinen Auftrag vergessen. Hätte ich doch bloß einen Hund mit einem Sattel. Ah, endlich die Beine ausstrecken und den Schritt entklemmen. Zu Fuß gehen? So war das aber nicht ausgemacht. Ich heiße Homer. Alles fit im Schritt. Wie geht's? Oh, mein Hals. Oh, mein Arsch. Oh, mein Kopf. Autsch. Nimm das. Bitte verklag mich nicht. Jeder macht mal einen Fehler. Das hat weh getan. Die Rache ist mein. Lern erst mal fahren, Volltrottel. Nein. Ich fühle mich so elend. Ach, ich scheiß auf dieses Videospiel. Aus der Bahn! Dich fahr ich platt. Ich hab die Kontrolle verloren. War nicht so gemeint. Versuchen wir's mal. Leicht, wie Sahne. Sahne. Ah, jetzt fahr ich euch platt. Super! Wir sind die Nummer eins. Wir sind die Nummer eins. Ich bin der König der Welt! Alle sind Luschen, außer mir. Du kannst mich mal! Ich bin sowas von raffiniert. R-A-F-N-I-R-T. Raffiniert. Das war zu einfach. Noch einer? Gemeine, minderwertige Schufte! Hey, jetzt aber Schluss. Jetzt kriegst du es mit King Homer zu tun, wenn du es wagst. Hauptsache, die existieren nicht nur in meiner Fantasie. Du meinst, ich brauch noch mehr? Wo soll ich denn die alle hinpacken? Oh, ich wollte eine Erdnuss. Nur noch ein paar mehr. Juhu! Juhu! Hey, der bescheißt! Sobald ich fertig bin, mich zu kratzen, bist du Schnee von gestern. Verdammt, ich habe meinen Kaugummi verloren. Homer verliert nicht gern. Homer wütend. Friss meinen Staub, Staubfresser! Und da sagen die Leute, ich sei zu langsam. Moment mal, das war ja eine Beleidigung. 1, 2, 3, 4, du bist ein Trottel, die Strecke gehört mir. Du kannst dich verbissen, darauf trinke ich ein Bier. Konzentrier dich, äußerste Konzentration. Hey, ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Darf ich kommen? Okay, ich muss nur schnell meinen Tod hier im Atomkraftwerk vortäuschen. Schon bin ich da. Na klar, du nimmst mich nur, weil ich ein Auto hab. Langsam habe ich es satt, Leute herumzukutschieren. Aber na gut. Ha, das ist ein Paradebeispiel, warum Demokratie nie in diesem Land funktionieren wird. Weißt du eigentlich, dass dein Atem nach Schweinebraten riecht? Moment, das ist der Telefonhörer. Ein Schweinebratentelefon. Oh, seit der letzten Terrine Soße habe ich ein Stechen in der Brust. Vielleicht tut mir eine kleine Spazierfahrt ganz gut. Okay, ich habe Marsch versprochen, nicht betrunken nach Hause zu kommen. Also muss ich so lange rumfahren, bis ich wieder nüchtern bin. Ich würde ja gerne helfen, aber... Jee, da sitzt eine Spinne auf meinem Autoschlüssel. Puh, sie ist weg. Wenn ich jedes Mal einen Dollar kriegen würde, wenn mich jemand bittet, ihn mitzunehmen, dann hätte ich einen Dollar. Bin schon unterwegs. Juhu! Juhu!
Ha! Ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Ui! Wow! Auf bald, ihr Versager! Ja, das nennt man fahren. Das war zu einfach. Nun mach schon, ich muss mal. Drück mal endlich auf die Tube. Beeilung, sonst verpasse ich meine Lieblingsfernsehsendung. Schneller, ich will Insel ohne Hosen sehen. Aua, mein Schritt ist ganz wund. Au, Seitenstechen, das tut weh. Darf nie wieder rennen. Wow, ich brauche 5 Minuten Schläfchen. Sie, Montgomery Burns, es ist alles nur Ihre Schuld. Ich klage Sie an, Sir. Nein, Sie spionieren Springfield aus mit Ihren schwarzen Vans und Ihren Überwachungskameras. Was? Nur Pizza-Lieferwagen? Ich bin ein fünftklassiger Idiot. Gefahr! Mr. Burns! Mini-Kameras! Schwarze Vans! Dämliche Trunkenbolde! Oh nein! Der wird Mr. Burns warnen! Nicht zu fassen, dass ich am selben Tag gegen denselben Typen nochmal antreten muss! Oh Mann, mein Auto ist weg! Und der Aschenbecher war voller Pennies! Ich brauche so schnell wie möglich einen anderen Wagen! Mr. Burns! Ich bin's, Homer Simpson! Ich brauche ein paar Fässer mit Atommüll, um Springfield vor den Eindringlingen zu retten. Nicht die billigen, laubkehrenden Eindringlinge, sondern die Eindringlinge mit den Fangarmen. Ich war hungrig und es war eine Feige. Mal sehen, ich brauche etwas, um die Fenster zu verbrettern. Ich hab's! Bretter! Ausleihen? Nein, aber ich verkaufe ihn dir zu einem wahnsinnig überhöhten Preis. Oh, schon wieder dieses schwarze Auto. Es hat die Geschwindigkeit eines Unterendgegners und die Ausdauer eines Endgegners. Ich brauche noch mehr Atommüll, und zwar schnell. Der gute alte Mr. Burns, der wird uns retten. Zum Glück gibt es Atommüll. Wie kann ich schlafen, wenn Kameras mich beobachten? Oh, dann sehen mich vielleicht sexy Girls im Internet. Diese dämlichen Kameras gehören alle zerstört. Euch drehe ich einfach den Saft ab. Nun fahr schon. Das wirst du schon sehen. Mo, ich brauche deine Kettensäge, um ein paar Zombies zu zerstückeln. Mo, Mo, Mo. Sollten die Waffen nicht die retten, die von allen gemocht werden? Ich habe mich wohl klar genug ausgedrückt. Keine Zeit. Sag mir lieber, wo ich Mr. Smithers finde. Ich brauche den Wagen mit ordentlich Pfeffer unter der Haube, wenn ich den platt machen will. Hoffentlich hat Barney immer noch den Schneepflug. Oh, schon wieder dieser böse schwarze Wagen. Ich muss den Müll finden, bevor man mich zu Müll verarbeitet. Verdammt, bin ich clever. Ui, Gehirn mag alles, was funkelt. Viel Glück bei der Suche nach S-Bahn-Gehirn. Hey, Apu, gib mir die Cola und dazu noch einen Eimer Eiscreme mit Krokant. Ich hab's wahrscheinlich gegessen, aber ich kann mich nicht erinnern. Das hast du davon, wenn du von mir erwartest, den Job zu machen, für den ich bezahlt werde. Erinnerst du dich an den Cooler, den ich dir zum Geburtstag geschenkt hab? Flanders will ihn wiederhaben. Verbrecher? Oh nein, ich hab all die Sachen von Flanders ausgeliehen. Finde schnell eine Ausrede, damit du hier abhauen kannst. Entschuldige, ich muss Mais stampfen. Was? Das ist die größte Beleidigung für Duff-Bier seit Duff-Eis. Es wird Zeit, meine Geheimwaffe einzusetzen. Erinnerst du dich, als ich dir erzählt habe, ich hätte mein altes Auto verkauft, damit du aufs College gehen kannst? Das war gelogen. Mr. Smithers, können Sie mir helfen? Da passiert irgendetwas Schreckenerregendes, Merkwürdiges, Gottloses, Faszinierendes. Wie auch immer, geben Sie mir einfach meinen Auftrag. Flanders, gib mir deinen Erste-Hilfe-Kasten. Schreib sie doch einfach mit einer Bibel ein. Wer bin ich denn? Dr. Oberwissenschaftler? Hier bitte, Mr. Smithers. Und was noch? Danke, beehr uns bald wieder. War bestimmt eins von unseren Kindern. Wahrscheinlich Milhouse. So, letzter Punkt. Wo habe ich bloß Rods blöden Inhalator liegen lassen? Nein! Oben auf einem Duff-Bierwagen. Milhouse, du kleines Würstchen, was willst du denn hier?
Dich kenne ich doch. Du bist das Kind, das mir immer CD-Raubkopien an der Straßenecke verkauft. Hallo, kleiner Sohn des Polizeichefs, du kleiner Engel. Wenn ich gewinne, musst du versprechen, dass du mein Gehirn nicht auffrisst. Okay, du Untoter, bringen wir's hinter uns. Dann können wir wieder versuchen, uns gegenseitig umzubringen. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich ein gut funktionierendes Gehirn. Hey, dich kenne ich doch. Du bist in meiner Dummkopf-Selbsthilfegruppe. Darf ich mir deinen Truck mal kurz ausleihen? Na gut, ich helfe dir bei deinem Hillbilly-Kram. Juhu! Was fehlt noch? Flanders Cooler, den habe ich Barney gegeben. Und wofür braucht er das? Ja, toll, ich muss los. Warum ich? Ich bin der beste Nachbar der Welt. Ich habe sogar einen Becher, wo das draufsteht. Inwiefern betrifft das mich? Was für ein Held! Und ich weiß nicht mal seinen Namen. Du bist immer noch hier? Fast fertig. Jetzt fehlt nur noch Flanders dämliches Foto von seiner dämlichen Familie. Das Atomkraftwerk? Dieses Level langweilt mich. Barney, kannst du mir deinen Schneepflug leihen? Wie auch immer. Hey, du da, stinkender Sam, was ist denn los? Aber es ist real. Was ist das für ein cooler, schwarzer Wagen? Das Geschenk zu leben ist bei dir vergeudet. Davon habe ich reichlich. Muss ich wirklich? Und ich muss auch noch arbeiten gehen? So, jetzt kriegen die Zombies einen Tritt in den Hintern mit Hilfe meines überdrehten Freundes Mo. Denn schnell zurück mit dem Zeug, bevor die Bullen mich festnehmen, während ich selbst Gespräche führe. Flanders, sieh mal, ich habe all deine Sachen gefunden. Wie sieht's denn mit einer Belohnung aus? Dummer Flanders, immer findet er in der Religion sein Glück. Wo hast du denn den Superschlitten her? Nimm mich mit, ich muss Springfield retten. Nur die Ruhe, Dad, das werden wir schon sehen. Bah, der findet bestimmt meine Skorpionfarm. Was wird dann aus meinen Skorpionen? Da kann mir nur einer helfen, Lenny. Marge, du weißt doch, dass ich verrückte Vorhaben verabscheue. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss meinem Boss nachspionieren. Oh, Mr. Burns steckt dahinter. Bösartig nachspionieren passt zu ihm. Dieses verknitterte alte Affenskelett. Endlich kann ich mal schlafen. Warum sollte ich dir den geben? Dann zahl erst mal, du Wicht. Ja, warum denn nicht? Da ist er! Nicht jetzt, Lisa. Daddy muss sich auf das Baseballspiel konzentrieren. Na gut, ich werde uns ein paar Notvorräte besorgen. Dämlicher Brockman, sich von Zombies fressen zu lassen.